Ja, das mal. Was hat das wohl zu bedeuten, ne? Ohne Worte, ohne Worte. Folge 19, Leute, grüßt euch. Ne? Hallo. So, wir sind jetzt hammerslos, weil die Schweine haben uns nicht einfach sitzen lassen. Natürlich, mal wieder, ne? Immer. Und immer wir werden wir einfach jetzt, ausgelassen. Wir gucken einfach nur auf die Sterne. Ah, aber die sind auch schön, oder? Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Ich bin so planlos wie immer. So planlos wie eh und je. Ja. Ich habe gehört, wir gehen jetzt in den Fridge. In den Kühlschrank? In den Kühlschrank. Können wir. Und das könnte richtig witzig werden. Nur keine Angst. Ach so, ich wollte nur gucken, was ich gerade bekommen habe. Okay. Geht ja gar nicht hier. Ja. Ich hätte so eine kleine Idee für so eine Special-Folge im Fridge, nämlich in einem wundervollen Kühlschrank, die ziemlich witzig werden könnte. Bei uns sind alle Folgen Special. Du würdest dich freuen, versprochen. Es ist super. Wieso? Macht sehr viel Spaß. Zieht sich Lilith aus? Du musst dich freuen, sagt. Ja, das sind schon wieder Versprechen hier. Ja. So, los geht's. Er traut sich, Leute, bei mir einzusteigen. Ich wollte gerade sagen, ich darf mal schießen, das ist ja was ganz Neues. Ach toll, wie hier, Kammerjäger. Oh Engel, Gott, ich weiß nicht, so wie man fährt. Habt. Ist doch nie in den Sinn gekommen, dass sie für mich arbeitet, was? Oh. Bei den letzten Kammerjägern war es genau so. Aber ganz ehrlich, diesmal war es viel witziger, euch reinzulegen. Solange du weißt, wo wir hin müssen, ist alles okay. Ja, mehr oder weniger weiß ich das schon, klar. Gegen die Wand fahren ist immer gut. Darin bin ich Premium, das kann keiner so gut wie ich verspreche es. Naja, es toppt nur noch gegen die Klippe fahren, aber wollen wir es nicht austesten. Ups. Danke, dass du den Köder der Schlucht schon öfter und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuhaben. Haben wir denn hier eine Quest? Wo Rolands Kumpels dauernd meine Iridiumminen angegriffen haben. Nehmen wir einfach mal an. Halt. Die Crimson Raiders brauchen unsere Hilfe. Roland hat Ärger mit ein paar Bloodshots in Threehorns. Er will sie nur tot sehen, aber ich habe eine viel bessere Idee. Wir frieren sie ein. Begib dich zum Banditencamp und zerstöre ihre Öfen. Ah. Ohne Wärme sind sie kampfunfähig. Hier, nimm den Sprengstoff und bring ihn an ihren Öfen an. Nee, ich weiß, ich glaube, ich kenne die Quest gar nicht. Ist sie hier auf der Karte? Hier so irgendwie gedisst von den Viechern. Oh, dafür müssen wir weg. Dann würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal die Hauptquest weiter, oder? Da kommen schon wieder Vögel an. Klubst du es denn? Oh nein. Ich hab dir nur komisch angeguckt. Ja. Ganz offen. Der fährt sich gleich gegen die Wand. Das sind doch nur Vögel, keine Angst. Schnell weg von den scheiß Vögeln. Oh Gott. Da war noch ein Bösewicht. Du kannst deine Freunde wieder treffen, wenn du The Fridge durchquert hast. Du gehörst mir! Oh, den hätte ich erwischt. Und... So. Wir dürfen aussteigen. Was? Bück dich und küss meinen Dreck? guck mal, hier ist noch einer. Den kann ich nicht töten. Ich steig mal lieber aus, ehe das Ding in die Luft fliegt. Aha. Und da war es schon weg. Alter. Schild auf 30% runter. Oh, Schild im Arsch. Wo ist denn da noch einer? Ist das ein scheiß Vogel? Da oben ist einer, okay. Aber die Knarre ist irgendwie komisch, die ich gehört hab. Die Leute wollten ja unbedingt wissen, wie meine Knarre funktioniert. Ja, genau, und dann ist sie scheiße. Nein. Was? Ich soll's mir holen. So eine Schneise. Die Tür ist vereist. So eine Schneise. Warte, ich helfe dir. Sie ist voll auf Snatch, obwohl sie erst vor 5 Sekunden noch verraten hat, die Snatch, ja? Wie hast du die genannt? Also Snatch. Diese Bezeichnung ist mir total unbekannt, also echt. diese Wortwahl hier, also. Sind wir hier bei Twitch, kenne ich, ja? Nein, da ist noch Munition! Scheiße. Ist mal stille Wässerchen. So. Guck mal, da gibt's ja Heilung. Falls du brauchst, ne? Du bist nämlich kurz am... Oh ja. Zu sagen, dass ich also bist du bereit für ein, für eine wundervolle Sache? Seit Ende. Wieso ziehst du jetzt aus? Noch besser. Folge mir auch noch. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Er ist immer im... Was denn? Ich hab nachgetankt. Oh, das wird ein Spaß. Ich muss unbedingt meine Waffe wieder wechseln. Die Waffe sah nicht schlecht aus.
Speichern kann man hier. Einmal speichern. Hier kann man den Hebel ziehen. Ist nicht schlimm. Du musst sowieso unten bleiben. Ach so. Alles gut. Fährt das Ding einfach weg. So, Munition nochmal schön kaufen. Meine Empfehlung ist, volle Munition zu haben. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Bist du bereit? Naja, nicht so wirklich. Ja, wir gehen jetzt hier in einen ganz geheimen Raum rein. Wir machen hier ganz unanständige Dinge mit ganz unanständigen Leuten. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Schlachthaus, Leute, das sieht ganz danach aus, dass wir jetzt kleine Grillparty haben. Oh ja. Ich hoffe nur, dass wir. Weil, das sieht ja lustig aus. Das Schlachthaus. So. Bäh. Du musst ein bisschen näher noch zu mir kommen, glaube ich. Genau. 5, 4, 3, 2, 1. Was denn sonst? Oh, wir bekommen, glaube ich, gewacht, wie die ganze Zeit ist. Aber an sich ist das hier einfach total witzig. Du könntest die ganze Zeit Leute tippen. Und sobald du hier stirbst, bist du aus dieser Arena raus. Also nicht. Also wenn du komplett stirbst. Du darfst ohnmächtig werden. Dann musst du dich wieder beleben. Und ansonsten müssen wir die ganze Welt hier einfach töten. Der Zwerg sieht aber ziemlich groß aus, muss ich sagen. Oh ja. Der Arme spürt seine Beine nicht mehr. Mach ich mal. Ruf den Doktor. Ruf den Doktor! Oh Gott, Zack Goliath. Aua! Oh, ich hab Level up, cool. Was mach ich falsch? Hoffentlich verreckst du hier! Warum? Guck mal, wie nett der ist, ne? Ja. Okay, da Welle 1 ist abgeschlossen. Den würde ich echt gern mal nochmal treffen. Hör mal auf mich zu schießen, ich muss hier zielen. Oh, ich bin gleich tot, Mann. Davon scheiß. Oh ja, und das ist nur Runde 1 von 5. Ach bloß. Oha, von wo? Von da unten irgendwo, oder? Ja. Ich bräuchte eine bessere Position. Kriegt man irgendwie auch Leben wieder? Eher weniger. Es gibt ein paar wenige Kisten, die man öffnen kann. Mit Glück ist da was drin und manchmal lassen die Leute was fallen, aber meistens eher nicht. Ja. Bandway! Das ist geil. Ich glaube das. Der ist schon längst tot, der lauert noch. Ach, da hinten die erste. Oh, wow! Oh Gott. Ich helf dir. Dankeschön. Hinten gibt's Heilung. Oh Gott. Hier hinten bei mir. Ich warte. Dankeschön. Ich hoffe, jetzt mein Schild ein bisschen aufgeladen war. Was ist mein Freund? Der Zwerg! Ist der nicht süß? Geht der? Still, okay. Nice. Oh Gott. Er ist immer noch bei Welle 2, Alter. Boah. Opfer. Geil, schön gedisst. Ich hab ihm gesagt, Opfer. Ich bin gleich tot. Noch 7 Leben, Alter. Alter, noch 7 Leben. Bam. Meine erste
Waffe hat keine Munition. Da, der Kiste sitzt da einer. Großartig. In Arsch geschossen. Du bist eine Hälfte. Eier. Okay, perfekt. Nur noch Hälfte? Eine Hälfte? Ach so. Und ich dachte, wir haben fünf. Nee, also es sind fünf Runden, aber drei Wellen insgesamt. Also pro Runde quasi drei Wellen. Ja, das Problem ist, ich brauche Heilung und danach, ich brauche Munition. Also nachdem man die dritte Welle abgeschlossen hat, bekommt, kann man Muni kaufen. Meine Zeit war noch nicht gekommen. Schön in den Wanst ballern, Alter. So. Die Waffe lange nach. Was denn, Muddeln? Ich verschwinde. Alter. Keine Bewegung. Boah. Gut, dass ich ein gutes Schild habe jetzt. Recke, du Sau. Ja, was denn los, Lappen hier, hä? An so eine Kisten vorbeilocken die und dann... Oh, boah. Ich brauche unbedingt die Nahkampfwaffe, ey. Nahkampfwaffe. Zack. Was? Oh Gott. Ich bin da. Sehr verbunden. Da habe ich mich fast selbst getötet. Ach, scheiße. Kann auch nicht. Neue Stärke? Habe ich jetzt durch Killen gekriegt, ne? Ne, durch meine Ulti. Ich kann mittlerweile mit meiner Ulti Leute direkt aufheben. Ich brauche mehr Munition! Oh. Ich mache es geschafft! Hä? Aua. Ja. Granate! Einfach mal zwei Granaten werfen. So mal so. Langsam an! Ich laufe. Das wirst du nicht schaffen, der ist genau vor mir, ey. Keine Sorge, das wird wieder. Oh mein Gott, der Bad ist Psycho. Unerbaulich. Wieder schlagt die Falle zu. Wo bist du? Tod steht bevor. Schieß weiter. Oh, er hat einfach deine Ulti gekämpft, ne? Ausgezeichnet. Oh, danke schön. Boah. Das war so knapp. Keine Munition mehr, deswegen. Gar keine mehr? Nicht auf die Sniper, nicht auf die Starke. Ich werfe eine Granate. Keine Frage. Stirb jetzt, oh Gott. Einer ist über. Neuen Schuss, Alter. Der Sniper. Er hält so viel aus. Scheiße. Alter, war das heftig. Okay, vielleicht sollten wir die zweite Runde erst machen, wenn wir unsere vierte Waffe haben. Aber es ist witzig. Ich liebe Flint Slaughterhouse. Mein Gott, ich könnte das den ganzen Tag machen. Ja, Leute, das gehört zur Story. Das muss wohl sein. Ja, das muss toll sein. Das hat jetzt, das sah zwar nicht so aus, aber ja. Aber es hat schon einen tieferen Hintergrund. Jetzt so, wie es sein musste. Gibt's noch was zu sammeln? Nö. Erfahrung. Ah. Achso, man kann direkt rausgehen. Ich dachte, wir brauchen jetzt hier Tab. Nee, wofür? Nee. Update. Oh. Update.
Ach, Badass-Token kann ich einlösen. Oh Gott, maximale wir haben so viele Gesundheit. So. Bisschen mehr Gesundheit ist mal gut. Wo kriege ich jetzt Munition her? Da. Hier gibt's Muni. Hier gibt's alles. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Ich hoffe, du bist geimpft. Ja, geimpft. Ich impf die Uckler, Junge. So. Ne. Bis bald, mein Freund. Rück man natürlich doch nochmal noch eine andere Handfeuerwaffe besorgen. Aber jetzt geht okay, das mal so. Dann? Ja. Ja. Dann? Weiter. Let's willst du. Willst du, die, willst du die zweite Nein. Runde versuchen oder willst du die Hauptquest weitermachen? Nee, lass uns doch mal Quest weitermachen. Ja, bin ich auch für. So, helft der Aufnahme ein bisschen. So, ein bisschen Pfann und jetzt machen wir ein bisschen Quest. Genau. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind immer noch Fritchie in Fritch. The Fridge. Genau. Immer noch, sagt sie. Was ist denn das? The Fridge. Travel. Okay. Ich habe von Anfang an Jacks Befehlen gehorcht. Und Jack hat aus dem Energiekern, den du gefunden hast, ein Hyperion-Netzwerk-Uplink gebastelt. Dadurch hatte ich Zugriff auf die Verteidigungsanlagen von Sanctuary und konnte sie runterfahren. Das alles gehörte zu Jacks Plan. Das war nicht so schwierig. What? Eine weitere Herausforderung gemeistert. What? Ich komme mir so vor, als würde die Handfeuerwaffe, die ich jetzt habe, irgendwie gar nichts bringen. Echt? Ja. Oh mein Gott. Mach ich lieber mit der Sniper. Das Problem ist mit der Sniper, die hat halt nicht so viel Schuss. Immer. Ja, das ist echt. Da muss man so gefühlt jeden Schuss treffen, weil sonst hat die einfach viel zu wenig Money. Autsch, würde ich auch sagen. Jetzt bin ich echt sauer. Oh. Oh nein, die Vögel. Oh. It wasn't me. Warum glaube ich dir das jetzt nicht? Weil, it wasn't me. Nee. Aber ich hole sie runter für dich. Oh, danke schön. Das Kindding hier. So, Vögel sind weg. Oh. Easy. Da gab es zwar noch Leben, aber das brauche ich ja nicht. Ich brauche eigentlich immer nur Munition. Oh. Munition. Oh ja, Mann. Vor 5 Jahren habe ich Roland und seine Freunde mit einer Lüge dazu gebracht, die Kammer zu öffnen. Ich sagte ihnen nämlich, das sei nötig, um Pandora vor einem großen Übel zu bewahren. Jack wusste, dass er mit dem Meridium aus der Kammer ein Vermögen verdienen konnte. Aber er war zu feige, sie selbst zu öffnen. Durch mich hat er die Kammerjäger die Drecksarbeit für sich erledigen lassen. Ich bin so leid, Leute zu manipulieren. Oh, du armes Ding. Echt? Oh, 2 Bücher für dich. Weiß nicht, ob du sie brauchst. Oh, okay. Kann. Oh Mann, nicht die scheiß Goldviecher, die halten immer so viel aus, ey. What? Was? Siehst du das Vieh da unten? Müssen wir denn da hin? Ja. Naja, es kommt drauf an, was ist denn das für ein Vieh? Vielleicht müssen wir ja bloß eine bestimmte Waffe drauf feuern. Man muss auf die Beine feuern. So wie ich gerade. Okay, ich hab nichts gesagt. Ja, naja, ich mach voll viel aus. Ich jedes Bein ein Schuss. 1, 2. Wow. 3. Das fühlt sich gerade an, als würde ich mich in das Game schießen, ey. Ja. Läuft bei dir. Das und ich sammel das Gold ein. Finde ich eine faire Teilung. Ich hab grad auf den Fuß geschossen, dabei kam ein Vogel vorbeigeschossen, geflogen und ich hab den Vogel abgeschossen.
Oh. Ich hab die Vögel nur gehört und dachte mir schon, dass er... Ein Vogel hat mich gerade runtergeschmissen, die dumme Sau. Oh mein Gott, hier ist Party. Boah, Badass-Vögel, Alter. Oh nein. Auf den einen bin ich jetzt mit dem Sniper dreimal drauf gegangen. Boah. Na gut, bei dem nicht. Okay, da kommt noch mehr. Kommen die unendlich? Eigentlich. Kommt die Viecher unendlich, Alter? Nee, die kommen aus der Erde. So. Hinter uns sind auch nochmal welche. Was bringt das Gold? Geld. Ach so. Eigentlich ziemlich gut Geld sogar. Ist ja okay. Was denn? Wer hat mich abgeschossen? Oh, wieder so einer. Ach, der hat noch gelebt? Wie? Ach so. Oh mein, schon wieder ein scheiß Vogel, ey. Das sind auch Riesenviecher diesmal. Ja. Ich liebe meine Kräfte. Na gut. Brauchst du echt lange, ne? Ich mach da mal was. Ja. Danke. Es ist unglaublich, ey. Ich stehe da, ich hau wie bekloppt und er so Schuss. Was? War da gerade ein Gegner? Ich hab ihn zufälligerweise nicht gesehen. Alter. Okay. Da. Das ist ein Riesenvieh. So. Danke fürs Festhalten. Schön. Ja, immer wieder schießen. Gerne. Da hinten sind noch ein paar. Wir könnten die töten, weil die geben noch ein bisschen mehr Money dann. Glaube ich zumindest, oder? Hier, aus den. Kommt da auch nochmal einer raus, oder? Aus den drei Zacken hier. Ich habe auch nur noch 8 Schuss. Ich bräuchte Munition. Oh. Ich weiß nicht, wo wir als nächstes Money bekommen. Ich weiß aber gar nicht, wo wir hin müssen. Da hinten sind noch welche. Wollen wir die auch platt machen? Ja. 1, 2. Das 3. Ich genossen. Ich brauch halt, ey. Ich brauch halt 3 Schuss pro. Noch 8 Schuss habe ich über. Den mache ich platt. Aua, scheiß Vögel. Ja, aber nicht dreckigen. Opfer. Oh. Moni. Oh, noch 4 Schuss. Den hinten krieg ich noch. Meine Skills sind trefflich. Ja. Money. Aua. Vögel. Fällt gerade auf, dass ich gleich tot bin. Scheiße. Keine Sorge, ich heb dich wieder auf hier. Ich sollte gleich mal die andere Waffe benutzen finden. Alter, die hässlichen Viecher, ey. Was sind denn die? Gut. Und. Ich brauch für Handfeuer, aber brauch ich eine andere wieder, ey. Die ist ja total. Ich auch, ey. Okay. Gut. Wo müssen wir überhaupt lang? Ich hab ein Skill-Dings. Ich würde schon sagen Skill-Break, aber das ist ja was anderes. Ich glaube, wir müssen da hoch oder Iridium. So. Iridium. 6 Stück. Nice. Also 5, ne? Oh Gott, nein. Was ist jetzt schon wieder? Fehler wurden begangen. Ich habe Gegner getriggert. Ich habe da nur 3 Schuss. Der kann mich schon schmecken, das ist nicht gut. Ich scheine zu brennen. Weißt du, mittlerweile habe ich 900 Schuss auf meine Waffe und das reicht. Also ich schieße und schieße, da passiert gar nichts. Also die Handfeuerwaffe, du. Ja. Ich rieche köstlich. Sag doch. Da muss ich nochmal was machen. Oh, was skillen wir denn? Tab. Ach, GZ. Es müsste. Crit-Treffer ist natürlich auch gut. Hm.
Schwierig. Was haben wir hier noch? Todesstoß. Boah, so viele geile Sachen. Ich glaube, der mittlere Skillbaum ist erstmal besserer. So. Und wo geht's jetzt hin? Ja, jetzt geht's hier lang. Oh, ich hab wieder 18 Schuss. Geile Scheiße. Wie, Natürlich. Mama, wir sind zu Hause. Muss ich hier dran drehen? Weiß ich gar nicht. Muss ich hier dran ziehen? Ich mach einfach mal alles. Du hast keinen Grund mehr zu trauen, das weiß ich. Aber wenn du Jeff davon abhalten willst, den Krieger zu kontrollieren, brauchst du meine Hilfe. Denn ich weiß, wo der Schlüssel ist. Er ist bei mir. In dir. Nicht? Oh, geile Scheiße. Munition! Ach, Halleluja. Einen guten Verkauf. Guten Verkauf? Keine Gewährleistung. Gewährleistung? Hahaha. Ja, ja. Ich bräuchte mal ein Gewehr. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Gibt immer nur Trickster-Klassen-Mods, okay? Versuch nicht zu sterben! Was ist das? Granaten-Mod. Kombo-Klasse mit Bomben. Also, ich bin soweit. Ja, ich auch. Tütelü. Highlands. Outwash. Invisible. Was? Invisible Assholes. Unsichtbare Arschlöcher. Apropos, unsichtbare Arschlöcher. Leute, diesmal sind wir ein bisschen flinker. Bei 27 Minuten machen wir heute schon mal einen Cut. Wow. Ein Duell. Ein Duell. Nein, 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 kein Duell. Nein. Nicht annehmen. Ich wollte mich nur hinhocken. Okay. Keine Sorge. Leute, also. Die unsichtbaren Arschlöcher sehen wir in der nächsten Folge. Genau. Und ich bin's nicht. Ne? Also. Ausnahmsweise mal, ne? Ja. Haut rein. Tschüss. If you got Jack in your cup, go raise it up. Go raise it up. Go raise it up. If you ain't got enough, go fill it up. Go fill it up. Go. I'm gonna chase this whiskey with the drum. I want a girl on my lap and a Jaeger bomb. I'm coming in hot, you heard me. And I'ma make it rain on the girl who serves me. I'll drink a fifth of vodka till it's gone. And if it feels so good, then it can't be wrong. I'm coming in hot, you heard me. And we be taking shots and if not too nerdy. We only leave a pre-party to go party some more. I'm already shit-faced before I walk in the door. This girl's rubbing on my leg, I never met her before. And now she's making her way down to my gentleman's sword. It might be the drugs talking or the shots of Patron. But these bitches look like bottles and they're ready to blow. I'll take them back to my parents' house, we'll be home alone. Slapping cheeks and having yelling like Macaulay Culkin. She's tearing it up, yeah, she's dancing her ass off. This girl's like a Mac the way she's riding my laptop. I'm trying to get my rocks off, so don't try to cock block. I'll grab my sod off and I'll blow your cock off. You know we drink so much, we're getting drunk for weeks. We drink so much goose, we turn it into geese. Me and my crew fly the V through VIP. These bitches play my skin flute like the Kenny G. I'm gonna chase this whiskey with the drone. I want a girl on my lap and a Jaeger bomb. I'm coming in hot, you heard me. And I'ma make it rain on the girl who serves me. I'll drink a fifth of vodka till it's gone. And if it feels so good, then it can't be wrong. I'm coming in hot, you heard me. And we be taking shots and if not too nerdy. It up. If you ain't got enough, go fill it up. If you had too much, don't throw it up. And if you ain't got shit, throw your hands up. Get going with it, there's nothing wrong with it. Take shots, don't stop, sing along with it. I wanna feel your bounce, girl, go up and down. Take shots, won't stop till I'm passing out. Girl, get down, you can have more. And you can shake your hips around on my man's sword. You're gonna have to rock this house, I'm your landlord. So let your sweat drip down on the dance floor. I ain't trying to go home with nada, nada. We can hit the dance floor when you wanna, wanna. Girl, you know you feelin' me, so holla, holla. Cause everyone compared to me is nada, nada. Okay. Hey dog, this has gone on for way long. Can't quit my day job till I'm played on K-Rock. It's K-O.
graveyard. I'm in the club with my shades on, and I'm about to smack that like I'm Akon. I'm gonna chase this whiskey with Patron. I want a girl on my lap in a Jaeger bomb. I'm coming in hot, you heard me, and I'ma make it rain on the girl who serves me. I'll drink a fifth of vodka till it's gone, and if it feels so good, then it can't be wrong. I'm coming in hot, you heard me, and we be taking shots, and if not, you nerdy. Jack in your cup, go raise it up. If you ain't got enough, go fill it up. If you had too much, don't throw it up. And if you ain't got shit, throw your hands up. If you got Jack in your cup, go raise it up. If you ain't got enough, go fill it up. If you had too much, don't throw it up. And if you ain't got shit, throw your hands up. I'm gonna chase this whiskey with Patron. I want a girl on my lap in a Jaeger bomb. I'm coming in hot, you heard me, and I'ma make it rain on the girl who serves me. Drink a fifth of vodka till it's gone, and if it feels so good, then it can't be wrong. I'm coming in hot, you heard me, and we be taking shots, and if not, you nerdy. If you got Jack in your cup, go raise it up, go raise it up, go raise it up. If you ain't got enough, go fill it up, go fill it up, go fill it up. If you got Jack in your cup, go raise it up, go raise it up, go raise it up. If you ain't got enough, go fill it up, go fill it up, go fill it up.